Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen weihnachtlichen Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, weihnachtliches Unboxing, denn heute habe ich für dich die Look Fantastic Knallbonbons. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich dieses Jahr hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Als Abonnent bekommt man die für 24,90 minus einen speziellen Rabatt und ich glaube, ja, weiß ich nicht, 20% oder sowas war das, was man da in der E-Mail gekriegt hatte. Genau, ansonsten, die kosten regulär irgendwie 35 Euro. Wir haben hier aber einen immens hohen Warenwert mal wieder drin. Letztes Jahr habe ich die auch schon ausgepackt, kann ich die hier oben im E-Mail verlinken. Und da bei der Beauty-Truhe oder bei der Schatztruhe von Look Fantastic angemerkt wurde, dass meine Weihnachtsmütze fehlen würde, habe ich sie jetzt selbstverständlich aufgesetzt, Leute. Ja, und ich glaube, ich drehe gleich auch noch den ein oder anderen Adventskalender ab. Und ja. Ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal rein. Du kannst in diesem Video auch tatsächlich genau das hier gewinnen, beziehungsweise Shop das zweimal bestellen. Ne? Also hier ist nochmal in diesem Karton drin nochmal diese Christmas Cracker von Look Fantastic. Und ja, habe ich gesagt, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Keine Ahnung, ansonsten doppelt gemoppelt hält besser. Ich bin super gespannt. Also das ist halt wirklich optisch genauso aufgebaut wie letztes Jahr. Ich entferne jetzt einfach mal die... wow, da kommt jetzt aber gerade ein sehr würziger, fast männlicher Duft raus. Ich habe den Dings entfernt. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, ne? Den Deckel und hier haben wir die Christmas Cracker drin. Das sind insgesamt 6 Stück und es soll... so sein. Jedenfalls ist das irgendwie eine Tradition in Amerika, dass man diese Christmas Cracker quasi Weihnachten auf den Tisch legt und ja, dann kann man immer mit der Person, die ich glaube rechts, ja, ist eigentlich vollkommen Wurst, ne, weil du machst es halt mit irgendwem, der halt so neben dir sitzt, dann gibt man den Christmas Cracker der Person an die Hand und dann reißt man da entsprechend diese Viecher ab, die so dran sind und ja, dann ist es, dann wünscht man sich irgendwie was in dem Moment. Keine Ahnung. Es ist eine Tradition und da Look Fantastic eine englische Beauty-Box-Marke ist, ja, Look Fantastic kommt aus England, haben die Tradition dann natürlich auch hier zu uns nach Europa geholt. Genau. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Knallbonbon. Man kann das super auch weiterverwenden. Ich habe die vom letzten Jahr auch noch hier. Ich denke, dass ich die dieses Jahr zu Weihnachten, sofern wir Weihnachten feiern werden, das müssen wir ja alle nochmal gucken, auch tatsächlich befüllen und auf den Tisch legen werde. Wenn wir Weihnachten bei uns feiern, muss ich mal gucken. Wir hatten letztes Jahr auch diese Krönchen drin, deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Und ich denke, ich setze mir einfach mal eins auf. Und genau, wir haben hier sogar auch ein Kärtchen mit drin, wo der Wunsch drin steht. Genau. Christmas isn't just a day, it's a frame of mind. Weihnachten ist nicht einfach nur ein Tag, es ist der Rahmen eines Gedankens. Irgendwie, das ist bestimmt eine krasse Redewendung. In ancient Greece, women would lighten their hair to achieve blonde locks using plant extracts or Arsenic. Also damals in Griechenland haben Frauen, um ihre Haare heller zu bekommen oder ja, hell zu färben, blonde Locken zu bekommen. Okay, krass. Egal, Pflanzenextrakte oder Arsen verwendet. Okay, und wenn du ein Spiel spielst, dieses Wer bin ich Spiel, ne, kann man Oprah Winfrey nehmen. Das ist hier, ne, einfach so eine kleine Karte, wo halt Tipps gegeben werden, wie man Weihnachten feiern kann. Ich finde, Weihnachten ist auch so ein klassischer Tag, wo man Wer bin ich spielt, finde ich. Okay, wir haben hier halt diese Krönchen mit dabei. Ich habe schon wieder vergessen, wofür diese Krönchen sind. Schick, oder? Ich muss alles immer ausprobieren. Ihr kennt das. Okay, wir haben hier aber auch natürlich neben was zu lesen und einer Krone auch in jedem dieser Christmas Cracker ein Produkt drin. Weil das ist das, was Look Fantastic uns Abonnenten dann auch quasi oder uns Leuten, die die Geschichten kaufen, schenkt. Mehr oder weniger, weil der Warenwert halt viel, viel höher ist. Und hier haben wir als erstes von Le Couvent Aqua Minimes Creme Main. Also quasi eine, ja, eine Botanical Hand Cream mit Zitrus und Lycea. 30 ml sind hier enthalten. Ja, eine Handcreme kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ich glaube, in diesen Christmas Crackern werden dann auch immer so kleine Geschenke verteilt, mehr oder weniger. Genau, und das finde ich eigentlich ganz süß. Das gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich echt, also hübsch gestaltet. Ne? Deswegen diesen Spruch, der da mit drin ist, das lege ich da auch mit rein, dass wenn ich das wirklich Weihnachten verwende, dass man das dann auch so nehmen kann. Ich finde es echt süß. So, zack.
Dann gehen wir nun mal zum nächsten Cracker. Komm raus! Steck da drin. Hey. Christmas is doing a little something extra for someone. Ich glaube fast schon, dass diese Sprüche auch genauso letztes Jahr drin standen. Weihnachten ist, dass du das ganz kleine gewisse Etwas für jemanden machst. Also 1932, ja, das ist tatsächlich, sind das, aber das sind jetzt nicht die gleichen Christmas Cracker wie letztes Jahr, oder? Ja, das würde mich ja ärgern. Ja gut, wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall in 1932 ist irgendwas mit Revlon passiert. Da ist Revlon mit dem ersten Nagellack rausgekommen und die haben sich von einer Autofarbe anstecken lassen. Und Who Am I, David Beckham, das war letztes Jahr auch schon, das weiß ich noch. Oh nö, habe ich jetzt die Christmas Cracker gekauft und das sind leider die vom letzten Jahr. Das würde mich jetzt ärgern, Leute. Ich glaube, das war letztes Jahr auch drin. Och nö. Och nö. Ja, das ist ja mal unkreativ. Okay, das ist der Moringa Cleansing Balm. 15 Milliliter sind hier enthalten. Das ist ein Reinigungsbalsam, mit dem kannst du dein Gesicht reinigen. Hä? Ich muss mal eben kurz gucken, ob da irgendwie beistand. Apropos Christmas Cracker, das sind übrigens die vom letzten Jahr. Ich weiß noch nicht, ob das, da steht jetzt nicht bei, dass es das vom letzten Jahr ist und Achtung, das hast du vielleicht schon gekauft. Also ich meine, optisch sieht es genauso aus. Ich habe mir nur gedacht, na gut, vielleicht ist es einfach traditionell, dass es genauso aussieht. Wir gucken mal weiter. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist das gleiche wie letztes Jahr. Also wenn, dann tut es mir leid, ne? Pro Collagen Oxygenetic Night Cream, 15 Milliliter Anti-Wrinkle Night Cream. Also das ist eine Anti-Falten Nachtcreme von Elemis. Das ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Und ja, wir freuen uns ja immer, wenn wir das in den Boxen drin haben, weil das halt hochpreisig ist. Irgendwie freut man sich nicht drin, wenn das halt nochmal genau das gleiche ist wie letztes Jahr. Ich meine, das wäre ja, als würden wir, weiß ich nicht, ich meine 24,50. Ist ja alles soweit in Ordnung, ne? Weiß ich nicht, aber. Wir gucken einfach weiter. So, die halbe Geschichte haben wir rum und jetzt kommen wir zur zweiten Halbzeit quasi, also zu den letzten drei. Hier haben wir wohl eine Palette drin. Mhm. Contouring and Blush Palette. In der Farbe Light. Kommt mir bekannt vor. Wenn man sich einfach was ganz anderes vorgestellt hat, ne? Ich meine, da waren auch Bilder, ne? Was da drin sein soll, aber. Da war, glaube ich, nicht alles abgebildet. Das ist halt von Sleek. Das ist diese hier. Und ja, das ist eine schöne Palette tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die genauso letztes Jahr schon drin war. Die habe ich auch schon, ich glaube jedenfalls Teile von dieser Palette habe ich auch. Ich glaube, die beiden habe ich in einer einzelnen Palette. Muss ich nochmal gucken, bevor ich die jetzt watche und so. Ne? Ist aber ein richtig, richtig schöner Blush. Den habe ich auch als Einzelprodukt, sage ich mal. Genau, der ist so ein bisschen wie der Nars Orgasm. Das ist ein schöner Dupe dazu, weil der halt auch so einen schönen Schimmer mit da drin hat und wirklich sehr, sehr toll aussieht. Gerade jetzt so zu der kalten Jahreszeit mag ich gerne diese schimmernden Blushes. Ist eine gute Geschichte. Da wollte man ein bisschen besinnliche Stimmung verbreiten und was passiert? Man hat den fünften Christmas Cracker in der Hand. Schön. Hier haben wir dann auch wieder ein Produkt drin. Ja. Ja. Ich glaube, das ist das gleiche wie letztes Jahr. Ich glaube, das hatte ich auch schon. Aromatherapy Associates, Forest Therapy, Bath and Shower Oil. Da sind 9 Milliliter enthalten. Und das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch in einen Adventskalender gegeben. Oder ich habe es verlost, das weiß ich nicht mehr. Aber es riecht halt sehr, sehr nach Wald. Oder ich habe es sogar verwendet. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also das kannst du halt in deine Badewanne machen oder du kannst dich halt damit duschen. Hm. Und dann gehen wir zum nächsten Cracker oder auch zum letzten. Letztes Jahr war ich ja so ultimativ begeistert davon gewesen. Und dieses Jahr ist es halt es sind schöne Produkte, aber es ist halt auch schon Déjà-vu-mäßig, ne? Also wenn man das halt alles schon letztes Jahr drin hatte und jetzt halt wieder Geld dafür ausgegeben hat, das ist echt blöd. Und ja, hier haben wir von Ila Maska das Hydra Veil mit 7 Millilitern drin. Zum einen hatte ich das, glaube ich, letztes Jahr schon drin. Zum anderen habe ich das letztens in einer Bestellung auch mit dabei gehabt, glaube ich, als Goodie. Das ist so ein wunderschönes Pöttchen. Das wusste ich aber, dass es drin ist, weil es abgebildet war. Und ja, das ist ein schönes Produkt. Das kann man schön als Primer verwenden. Sehr feuchtigkeitsspendend und so. Ja. Okay, Leute, solltet ihr euch letztes Jahr schon die Christmas Cracker bestellt haben und habt
eher so Bock drauf, mal was anderes auszuprobieren, würde ich euch vom Kauf abraten. Solltet ihr aber Bock auf die Produkte haben, die ihr ja hier im Hintergrund auch sehen könnt, kann ich euch zum Kauf raten. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, einmal das hier bei mir im Video gewinnen. Naja, ich finde es ein bisschen blöd, dass es jetzt genau das gleiche ist, ne? Weiß ich nicht. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Ich meine, vom Design her ist es halt genau auch dem nachempfunden, wie der Adventskalender letztes Jahr war. Das heißt, es hätte mir auffallen können. Aber ich bin doch ziemlich geknickt, ne? Gut, ja. Werttechnisch werden wir aber ganz gut dabei rauskommen. Das sind schöne Produkte, die kann man gut verwenden. Wir sind nur wirklich rundum Pflege. Das ist nichts, was ich jetzt groß gedoppelt hätte oder so. Es ist schon eine ganz ausgewogene Kiste. Wir haben alles dabei. Pflege, dekorative Kosmetik, Gesicht, Körper, alles. Und das ist schon mal sehr positiv. Ich bin nur gerade echt angefressen, weil es die gleichen sind wie letztes Jahr. Und ich glaube, die waren halt letztes Jahr auch irgendwann ausverkauft. Und Leute haben sich darüber geärgert, dass sie ausverkauft waren. Jetzt sind es einfach die gleichen wie letztes Jahr. Naja, schön. Egal. Denk an die Verlosung. Was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Nehmen wir hier einfach mal Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten packe ich euch mal meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings rein. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!